Das Lübecker Unternehmen Lübecker Marine ist Eigentümer des Frachters MV Katrin, der derzeit 8 Container mit RDX-Sprengstoff sowie 60 Container mit TNT transportiert. Endbestimmungsort ist Israel, genauer gesagt das größte israelische Militärunternehmen Elbit System. RDX-Sprengstoff ist ein Kernelement für die Produktion von Fliegerbomben und Raketen. Jetzt hat Namibia mit Verweis auf die völkerrechtliche Lage und den Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs in Bezug auf Israels Agieren in Gaza und Westbank ein Andocken an allen namibischen Häfen untersagt. Da würde mich interessieren, wie bewertet denn die Bundesregierung als schlussendliche Aufsichtsbehörde das Agieren des Unternehmens und schließt sie sich der Einschätzung der namibischen Behörden an, dass der Transport der besagten Sprengstoffe an Israel gegen die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs und damit gegen Völkerrecht verstößt? Also Herr Warbeck, der Detailschärfe Ihrer Frage, die Sie gerade da waren, ist der Gestalt, dass ich mich erstmal schlau machen müsste, weil mir dieser Vorgang jetzt hier nichts sagt. Ich kann Ihnen aber vielleicht nochmal allgemein sagen, sozusagen unbescholten dessen, was Sie da jetzt in Ihrer Frage aufwerfen, weil ich noch nicht mal wüsste, ob sozusagen Sprengstofftransporte, die über Deutschland laufen, irgendwie der Rüstungskontrolle, aber dem mal dargestellt, da liefern wir noch was nach. Aber Sie wissen ja, dass bei Rüstungskontrollexporten, bei unsere Rüstungsexportpolitik ja nationalen, internationalen, europäischen Regeln unterliegen ist, dass das im Einzelfall immer streng geprüft wird, dass Deutschland dann natürlich bei diesen Geschichten seine völkerrechtlichen Verpflichtungen einhält. Aber wie gesagt, nochmal, dieser Einzelvorgang sagt mir jetzt nichts, deshalb müssten wir da im Zweifel nochmal was nachliefern. Nachfrage? Ja, nochmal eine Grundsatznachfrage. Vielleicht hatte ich es auch missverständlich geäußert. Also es geht nicht darum, dass das deutsche Produkte sind, sondern aber es ist ein deutsches Unternehmen registriert und mit Sitz, Hauptsitz in Deutschland, das diese Transporte übernimmt. Es geht von Vietnam dann bis nach Israel. Deswegen die Frage, ob grundsätzlich, die Namibier haben das auch grundsätzlich argumentiert, ob die Bundesregierung grundsätzlich es als völkerrechtlich oder ein Bruch des Völkerrechts da sieht, wenn ein deutsches Unternehmen Kernelemente für Raketen- und Bombenproduktion in Israel liefert. Also der Transportweg sozusagen, deutsches Unternehmen liefert, das könnte man ja beantworten. Aber Ihr Nachlegen zeigt ja, dass die Frage offensichtlich nicht ganz einfach ist. Deshalb würde ich mich gern einmal mit dem Sachverhalt vertraut machen. Und wenn wir darauf etwas antworten können, dann werden wir das gern nachliefern. Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann ist Herr Jessen mit einem.